Boxer, das Finale in der 140 PS-Klasse, was hier als nächstes ansteht. Sven Lühring ist dabei von dem Aloha White Tigers auf der Innenbahn, einer der Favoriten mit der 982. Daneben die Karius aus Grimmeln, Daniel Rahn, die 401. Tom Anklam ist dabei, Rennteam Phoenix, die 157. Danilo Holz von den Blue Tanks, die 489, auch hier im Finale der Teamchef der Blue Tanks. Patrick Schmalz von den Black Fighters, die 908. Pierre Knechtel, FKT Racing, die 201. Der Benjamin Allard ist dabei vom Stocker Team DSG mit der 930 als Startnummer. Und auch hier die Kajos mit dem Tino mit der 763 wieder im Finale mit dabei. Genauso wie Danilo Holz, Doppelfinalteilnahme für diese beiden. Dazu Maximilian Weißhuber von der Pärschmiede und der Top-Favorit auf der Außenbahn, Robby Rahn von den Rennratten, macht er den Doppeltriumph. Perfekt, nachdem Toni den Sieg geholt hat, holt er vielleicht den Sieg in der 140er-Klasse? Das ist die große Frage. Auch hier ein starkes Feld. Sven Lühring ganz innen rechts, der gelbe Wagen. Sicherlich sowas wie der Geheimfavorit hier. Dazu Danilo Holz von den Blue Tanks, eben schon auf dem Treppchen unterwegs gewesen. Die Kajos aus Grimmeln mit der Startnummer 763 haben ebenfalls ein Kilometer. Stand und jetzt im Finale der 140 PS-Klasse ist. Eieieiei, es wird spannend, es wird heiß, es wird spektakulär im Hexenkessel. Finale in der 140 PS-Klasse wird gestartet. Der Wahnsinn auf. Super, Maximilian Weißhuber, dieses Finale.